In Berliner Gefängnissen hat die Zahl der Angriffe auf Bedienstete zugenommen. Wurden im Jahr 2010 2 Beamte von Häftlingen attackiert, gab es 2012 genau 17 Fälle, wie Justizsenator Thomas Heilmann auf eine parlamentarische Anfrage antwortete. Mit 11 Fällen wurden die meisten in der Anstalt Moabit registriert. 2011 waren es 12 Angriffe. Zahlen für 2013 liegen noch nicht vor. Für 2012 wurden auch 307 außerordentliche Vorkommnisse registriert, 20 Fälle mehr als 2011. Darunter fallen Angriffe von Gefangenen untereinander, illegaler Besitz von Drogen, Handys oder Waffen. Derzeit sitzen knapp 4.200 Menschen in Berlin in Haft.